Moin, moin oder schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, zum zweiten Mal hier sein zu können, um für eine starke Linke in der Hamburger Bürgerschaft zu werben. Ich will die Gründe nennen. Erster Grund, Dora Hayen und ihre Mannschaft, sie haben eine gute Arbeit geleistet. Das heißt, sie sollen wieder in der Bürgerschaft vertreten sein. Zweiter Grund, es muss eine Partei geben in der Bürgerschaft, die Anträge stellt, die die anderen Parteien nicht stellen. Ich will Beispiele nennen, was in den Landtagen von uns gemacht wird. Erstens, wir stellen Anträge, dass die Wucherzinsen in Deutschland verboten werden durch die Politik der Sparkassen. Das ist Landessache. Das muss auch hier geschehen. Die Dispozinsen dürfen nicht mehr als 5% über dem Diskontsatz sitzen. Es muss aufhören, 14, 15, 16, 17, 18% die armen Leute abzukassieren. Keine andere Partei stellt solche Anträge. Dritter Punkt, es müssen Gesetze eingebracht werden, um das Ausufern von immer neuen Spielhallen in den Städten zu unterbinden. Wir haben gestern im Saarischen Landtag, und die Linke wird das hier auch tun, einen solchen Gesetzentwurf eingebracht, um die Spielsucht in Deutschland zu bekämpfen. Das muss doch Mehrheiten finden. Die anderen Parteien haben es wieder abgelehnt. Wir wollen, dass die Spielsucht bekämpft wird, und wir halten es für unvertretbar, dass eben ein Spielhallenkönig die anderen Parteien schmiert und dass die Politik wieder gekauft wird. Ein klarer Grund, die Linke zu wählen. Und dritter Punkt, wenn regionale Wirtschaftsförderung gemacht wird, und die wird ja seit vielen Jahrzehnten gemacht, da werden Steuergelder eingesetzt, da werden Unternehmen mit Steuergeldern gefördert, dann sagen wir, wandelt doch diese Steuerbeträge in Belegschaftsbeteiligen um. Es darf nicht mehr so sein, dass das private Vermögen einzelner Unternehmer mit Steuergeldern immer wieder erhöht wird und aufgefrischt wird. Das sind drei Vorschläge, die etwas sagen über Landtagsarbeit der Linken oder Bürgerschaftsarbeit der Linken. Ich wollte sie einmal nennen. Wir wollen ja nicht gewählt werden, weil wir so schön sind. Wir wollen gewählt werden, weil wir anders sind als die anderen, weil wir die einzige politische Kraft sind, die einen ganz anderen politischen Ansatz hat als die anderen Parteien. Und um das anschaulich zu machen, will ich euch heute ein kleines Büchlein zeigen. Das heißt, Empört euch von Stefan Hessel, einem Juden, einem 93-jährigen Juden, der im KZ war, der in der Resistance war. Er sagt, nehmt die soziale Ungerechtigkeit nicht weiterhin, empört euch, mischt euch ein. Und das wollen wir all denen zurufen, die resignieren, die schon aufgegeben haben. Nein, empört euch, mischt euch ein. Und das sagt auch etwas über Notwendigkeiten bei uns in Deutschland. Bei uns in Deutschland ist ein Buch mit über 1 Million Auflage. Das ist Sarrazin mit seinem reaktionären Deutschland schafft sich ab. In Frankreich hat dieses Buch Millionen Auflagen. Ich wünschte mir, dass eine solche Debatte auch in der Bundesrepublik Deutschland stattfindet. Und weil ich Sarrazin erwähnt habe, begrüße ich vor allem unter uns die Migrantinnen und Migranten und sage ihnen, euch gehört unsere Solidarität. Und ich sage etwas Praktisches, es wird so viel geredet über Integration und es wird so viel geredet auch über Equal Pay oder über gleiche Bezahlung für Frauen. Schafft doch endlich den gesetzlichen Mindestlohn. Da sind die Migrantinnen und Migranten, da sind die Frauen in erster Linie, die zu Hungerlöhnen arbeiten. Das wäre ein Durchbruch für Integration und für die Gleichstellung von Frau und Beruf in Gesellschaft. So einfach wäre das. Und nun will ich also sagen, dass das Programm der Resistance, der Widerstandsbewegung in Frankreich gegen den Naziterror, dass dieses Programm gerade eben ein Programm ist, das wir heute als Programm der Linken bezeichnen können. Ich lese mal ein paar Sätze daraus vor. Die schrieben damals nach dem Krieg, was sie wollen. Sie wollten einen vollständigen Plan sozialer Sicherheit
mit dem Ziel, allen Bürgern, denen dies nicht durch eigene Arbeit möglich ist, die Existenzgrundlage zu gewähren, also praktisch Sozialstaat. Ein Ruhestand, der den Arbeitnehmern ein Alter in Würde gestattet, die Absage an die Rentenkürzungen der Hartz-IV-Parteien, die das alles hier in Deutschland verbrochen haben, Rente mit 67 und die Zerstörung der Rentenformel, die millionenfache Altersarmut programmiert. Und in der Begründung sagt Stefan Hessel hier, dieser Mann der Resistance, dieser 93-Jährige, damals nach dem Kriege, als der Wohlstand viel geringer war, haben wir das geschafft. Und heute, wo der Wohlstand viel höher ist, sollen wir das nicht mehr schaffen. Das ist doch irre. Wir dürfen diesen Abbau des Sozialstaates nicht weiter mittragen. Dieser Mann hat recht. Und jetzt kommt es, die Energieversorgung, Strom und Gas, der Kohlebergbau, die Großbanken sollen verstaatlicht werden. In diesem Sinne forderte die Resistance damals das Programm, die Rückgabe der großen monopolisierten Produktionsmittel, der Früchte gemeinsamer Arbeit, der Energiequellen, der Bodenschätze, der Versicherungsgesellschaften und der Großbanken an die Nation. Also wir können das Programm heute als Linke praktisch übernehmen. Das ist unser Programm. Wir wollen, dass entscheidende Bereiche der Wirtschaft, insbesondere diejenigen Bereiche, die für jedermann zugänglich sein müssen, dass sie nicht privatisiert werden, sondern in öffentliche Verantwortung zurückgeführt werden. Auch hier in Hamburg. Ich denke etwa an die Krankenhäuser, an die Energieversorgung, an die Verkehrsbetriebe, an die Wasserversorgung, an alles, was in den letzten Jahren privatisiert worden ist. Und ganz entscheidend ist, dass wir doch jetzt gelernt haben, dass es nicht funktioniert weltweit, wenn man das Geldsystem der Privatwirtschaft überträgt. Das ist doch die Lehre der letzten Jahre. Diese Milliarden, hunderte Milliarden Rettungsschirme, die da überall aufgespannt werden, sie werden nichts daran ändern, wenn man die innere Struktur des Geldwesens so lässt, wie es derzeit ist. Sie werden gar nichts ändern. Und wenn es nicht gelingt, die Vorherrschaft der Banken zu brechen, wenn es nicht gelingt, ein Wirtschaftssystem abzuschaffen, das wir Finanzkapitalismus nennen, dann wird es weitere große Finanzkrisen geben. Und deshalb sagt die Linke als einzige politische Partei in Deutschland, die Geldwirtschaft gehört in öffentliche Verantwortung. Allein schon deshalb müssten wir nicht 6%, wir müssten 50% bekommen für eine solche Programmatik. Und an dieser Stelle lade ich ja auch die Hamburger Millionäre ein, einmal nachzudenken und sage, ihr glaubt zwar, wir klauen euch über höhere Einkommensteuer, über höhere Vermögensteuer euer liebes Geld, aber ich kann euch trösten, nur wenn wir drankommen, könnt ihr längerfristig damit rechnen, dass ihr noch Geld behaltet, sonst kommt die nächste große Finanzkrise. Also Millionärinnen und Millionäre der Hansestadt Hamburg, wählt die Linke, ist die beste Zukunftsversicherung für diejenigen, die zu viel Geld am Konto haben. Ja, aber Scherz beiseite, wenn die nichts machen, und zurzeit machen sie nichts Entscheidendes, ist der Ausweg entweder eine Inflation oder ein Währungsschnitt. Ich habe schon oft längerfristige Prognosen abgegeben. Die einen oder anderen werden sich erinnern, dass ich gesagt habe, im Zusammenhang mit der deutschen Einheit, wenn er die 1:1 Währungsumstellung macht, wird es Massenarbeitslosigkeit geben und es werden über 3.000 Milliarden D-Mark an Transferleistungen aufgebracht werden müssen. Dies hat sich in Euro umgerechnet in vollem Umfang bewahrheitet. 1998 habe ich gegen den Widerstand von Blair und Schröder versucht, die Finanzmärkte zu regulieren mit dem Argument, dass wenn das nicht geschieht, dass dann große Katastrophen weltweit folgen werden und dass Massenarbeitslosigkeit wieder die Folge sein wird und Armut. Genau das ist jetzt eingetreten. Als das Eurosystem eingeführt wurde, haben wir gesagt, es kann nicht sein, dass man nur die Währung europäisiert und die Wirtschaft, Finanz- und Steuerpolitik und Sozialpolitik weiterhin in nationaler Verantwortung lässt. Heute steht der Euro kurz vor dem Bruch. Und jetzt sage ich, wenn die weitermachen, die Hartz-IV-Parteien, die eben geschmiert werden von der Finanzwirtschaft, nicht nur
nur von den Spielhallenbesitzern, sondern auch von Allianz und anderen. Dazu gehören auch die Grünen. Wenn die so weitermachen, dann wird es eben Währungsverfall oder Währungsschnitt geben. Deshalb wählt die Linke. Sie ist die einzige politische Partei, die hier substanziell irgendetwas vorzubringen hat. Aber natürlich, weil ich gerade bei der Finanzkrise bin, und damit keine Zweifel aufkommen, wir denken natürlich nicht in erster Linie an die Millionäre. Die haben ja ihre, wenn man so will, ihre Leute in den Parlamenten. Wir denken an diejenigen, die, wie wir es vor der Bundestagswahl gesagt haben, die Krise wieder bezahlen müssen. Das sind die Arbeitnehmer, das sind die Rentnerinnen und Rentner, das sind die Sozialbedürftigen. An die denken wir, die brauchen auch Lobbyisten in den Parlamenten. Das sind wir, die Partei Die Linke. Diese Lobbyisten müssen in die Parlamente gewählt werden. Es ist doch unglaublich, welches öffentliche Theater hier gemacht wird. Wie in der letzten Zeit eben jetzt wiederum berichtet wird über die Hartz-IV-Verhandlungen. Da tun die doch alle so, die da versammelt sind, als seien sie dabei, um soziale Gerechtigkeit zu kämpfen. Und wenn ich dann die SPD und die Grünen höre, dass sie also jetzt nicht zufrieden sind mit 5 € Erhöhung, dann würde ich das ja gerne glauben und würde sie an den Händen fassen und sagen, und lasst uns doch gemeinsam etwas dagegen tun. Aber dann fällt mir die furchtbare Heuchelei ein. Die haben doch Hartz IV verbrochen. Die sollen jetzt nicht so tun, als seien sie die Anwälte der Leute, die Hartz IV beziehen. Das ist abgrundtief verlogen. Bei Hartz IV dürfen wir nicht müde werden, darauf hinzuweisen, dass es nicht nur um den Satz geht. Unsere Vorstellungen dazu sind bekannt. Es geht noch viel mehr um eine entscheidende Bestimmung. Und diese Bestimmung heißt, wenn du arbeitslos wirst, musst du jede Arbeit annehmen, sei sie noch so schlecht bezahlt oder noch so weit unter deiner Qualifikation, sonst kürzt man dir die Leistung. Das ist die entscheidendste Verschlechterung des sozialen Lebens in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahrzehnten gewesen, weil dies die Zauberformel für den Niedriglohnsektor ist, von dem eben dann so viele schamlos profitieren. Über 20% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind bereits im Niedriglohnsektor. Das haben alle Hartz-IV-Parteien verbrochen. Also im Interesse dieser Menschen stärkt eine Kraft, die diese Formel abschaffen will. Die einzige Kraft ist die Linke. Wir wollen das Lohndumping in Deutschland beenden. Es ist doch unglaublich, dass wir heute in einer Zeit, wie Stefan Hessel sagt, großen Wohlstandes, dass wir in einer Zeit großen Wohlstandes den Sozialstaat zertrümmern. Der Sozialstaat ist auch die Grundlage der Freiheit. Menschen, die ihr Leben nicht mehr planen können, weil sie am Ende des Monats nicht wissen, ob sie noch die Rechnung bezahlen können. Solche Menschen leben in Angst. Sie sind nicht mehr frei. Wer Freiheit sagt und den Sozialstaat abbaut, ist ein Heuchler, ist ein Lügner. Freiheit verlangt den Ausbau des Sozialstaates, nicht den Abbau des Sozialstaates. Wir stellen diese Zusammenhänge her. Und ich sage noch einmal, es ist traurig, dass so viele Menschen bereits resigniert haben und nicht mehr zur Wahl gehen, weil sie alle sagen, die da oben machen alle doch das Gleiche. Und wenn man dann solche Befragungen hört, wie Gesine Lösch sie hier zitiert hat, dass über 70% der Parlamentarierinnen und Parlamentarier zugeben, dass sie ohnmächtig sind, ja, da muss doch mal irgendwann sich etwas ändern.
Ich habe vorhin über den Lobbyismus gesprochen, und wir sind die Einzigen, die eben sagen, wir wollen keine gekaufte Politik, Parteispenden von Unternehmen, von Banken und Versicherungen, die müssen verboten werden, wie im Nachbarland Frankreich, sonst kriegen wir nie Ordnung in die Landschaft. Die Resistance hatte aber damals noch eine andere Erkenntnis, die heute verloren gegangen ist. Diese Erkenntnis hieß, eine Demokratie braucht eine unabhängige Presse, aber nicht nur vom Staat, sondern auch von der Macht des Geldes. Und dies fordern wir, die Partei Die Linke, als einzige in der Bundesrepublik Deutschland. Die anderen sehen das überhaupt nicht mehr. Und die Antwort, die wir geben, ist, nicht diese Großfamilien, die 10, dürfen das kostbarste Instrument der Demokratie, eine freie Presse, in ihren Händen haben, sondern das müssen die Belegschaften haben mit ordentlichen Redaktionsstatuten. Nur dann wird die Presselandschaft wieder demokratisch. Pressefreiheit darf nicht die Freiheit reicher Leute sein, ihre Meinung zu verbreiten. Die Linke ist die einzige politische Kraft, die das überhaupt noch anzusprechen wagt. Deshalb können wir bei all den Diffamierungen, denen wir ausgesetzt sind, und vor jeder Wahl wird die Linke ja runtergeschrieben, müssen wir immer wieder darauf hinweisen, dass wir uns als demokratische Erneuerungsbewegung verstehen. Und wir müssen auch, wir sagen das als einzige politische Partei, sagen, was Demokratie meint. Demokratie, man kann es nicht oft genug wiederholen, ist eine Gesellschaft, in der sich die Interessen der Mehrheit durchsetzen und eine Gesellschaft, in der sich die Interessen der wohlhabenden Minderheit durchsetzt. Eine solche Gesellschaft ist nicht demokratisch. Wenn der Reichtum und eben die Armut, wenn die Schere immer weiter auseinandergeht, ist das der Beweis dafür, dass wir keine demokratischen Strukturen in den Gesellschaften haben. Wir brauchen eine demokratische Erneuerung in Deutschland. Und dazu gehört dann auch die direkte Demokratie. Die direkte Demokratie aber so, dass dann, wenn das Volk entschieden hat, auch die Bürgerschaft verpflichtet ist, das umzusetzen. Was hier bei den Krankenhäusern gelaufen ist, ist doch eine Sauerei. Wenn das Volk sagt, die Krankenhäuser dürfen nicht privatisiert werden, dann kann nicht eine selbsternannte Elite das Gegenteil von dem machen. Das hat mit Demokratie dann nichts mehr zu tun. Ich bin hier wieder hergefahren, ich habe nicht alle Plakate gesehen, als ich jetzt vom Flughafen hierher fuhr. Aber da stehen dann Plakate mit Leerformen, die also nicht zu überbieten sind. Und dann steht also dann auch Olaf Scholz da und da steht der erste Bürgermeister, so als sei die Wahl schon praktisch vorüber oder so. Nur, das ist alles auch ein Abbau des demokratischen Dialoges. Denn wir wollen doch uns auseinandersetzen über politische Inhalte, über Themen. Deshalb bin ich stolz darauf, dass unsere Partei hier Themen anspricht und nicht nur ein Gesicht aufs Plakat klebt und dann irgendwas, also Friede, Freundschaft, Eierkuchen drunter treibt. Die Wählerinnen und Wähler fühlen sich doch allmählich verarscht, wenn die Plakate immer weiter so gestaltet werden. Nur so kann man ja ergänzt eben dann um mediale, jetzt sage ich mal, Aufregerthemen und dem also etwa die Doktorarbeit eines gewissen Ministers jetzt wieder zum großen Thema wird oder so. Ich kann da nur sagen, wir plagiieren überhaupt nicht. Wir sind ein Original. Wir sind die einzige Partei der sozialen Gerechtigkeit. Da wäre es ja gut, wenn die anderen mal abschreiben würden. Aber deshalb müssen wir ins Parlament rein. Aber es wäre ja auch gut, wenn eben in diesem medialen Dialog auch der Spitzenkandidat der SPD erkenntlich würde. Und Gesine Lötzsch hat es ja bereits gesagt und Dora hat es ja auch schon gesagt, der ist nun mal der Architekt der Agenda 2010, zusammen mit Münte und zusammen mit Steinmeier. Und natürlich hat Gerhard Schröder auch noch das Ganze abgenickt. Aber in Wirklichkeit
war es ja nicht deren Agenda. Es war ja die Agenda der Wirtschaftsverbände. Und das war der Irrweg, auf den sich die SPD begeben hat, dass sie eben in großer Torheit ihre Grundüberzeugungen verraten hat. Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass sie unter Bebel noch eine marxistische Partei waren. Heute unvorstellbar, dass sie also ihre Grundüberzeugung verraten hat und der Wirtschaft hinterherrennt. Und genau das macht der Scholz hier noch mit der Aussage, ich brauche wirtschaftlichen Sachverstand. Ja, wo hat denn der wirtschaftliche Sachverstand uns hingebracht? Zu Hartz IV, zur Rente mit 67, zu Altersarmut und so weiter und so weiter. Auf diesen Sachverstand können wir wahrlich verzichten. Das ist nur blanke Interessenwahrnehmung. Mit Sachverstand hat das überhaupt nichts zu tun. Weit über 200.000 Leute hier in Hamburg sind direkt von diesen Sozialabbaugesetzen betroffen. Und wenn man die Rentnerinnen und Rentner, die zukünftig noch dazu nimmt, dann sind es immer mehr. Und die Niedriglöhner, dann sind es immer mehr. Das heißt, für viele Menschen hier in Hamburg, die zur Wahl aufgerufen sind, steht ein Mann zur Wahl und hat Chance, Bürgermeister zu werden, der mitverantwortlich ist an entscheidender Stelle, dass die Lebensbedingungen vieler Menschen, Hunderttausender in Hamburg, sich massiv verschlechtert haben. Das ist die Wahrheit, das ist keine billige Polemik. Und Politik ist dazu da, nicht die Lebensbedingungen der Menschen zu verschlechtern, sondern zu verbessern. Es gibt nur eine Partei, die sich den Schuh nicht anziehen muss, das ist die Linke. Deshalb muss sie stark werden. Werbt dafür, dass die Linke stark wird in der Hamburger Bürgerschaft. Und das gilt auch für die Grünen, die zurzeit ja als Teflon-Partei in Deutschland gehandelt werden. Die können praktisch machen, was sie wollen. Scheinbar ist Grün eine schöne Farbe. Ja, das stimmt. Ich sehe auch gern Grün. Ich sehe nur lieber Rot. Da wird meine Fantasiekräfte in Gang gesetzt. Aber Grün ist auch eine schöne Farbe. Aber das reicht doch nicht, dass man eine schöne Farbe wählt. Es reicht doch nicht, dass man eben eine Unverbindlichkeit wählt. Die Grünen waren mal eine Partei, der ich viele Sympathien entgegengebracht habe, als sie Pazifismus hatten, als sie die soziale Gerechtigkeit hatten, als sie basisdemokratisch waren und als sie ökologisch waren. Heute meinen sie, sie seien noch ökologisch, aber ich will euch sagen und rufe noch einmal auf, sich da auseinanderzusetzen mit ihnen. Sie sind auch nicht ökologisch. Warum? Wer an der jetzigen Wirtschaftsordnung festhält, die auf Expansion und Mehrverbrauch zwingend ausgerichtet ist, der ist nicht ökologisch. Die Grünen sind eine Umweltmogelpackung, um das in aller Deutlichkeit einmal zu sagen. Setzt euch mit ihnen auseinander. Man kann es noch polemisch zugespitzt formulieren. Immer mehr Hartz-IV-Empfänger, immer mehr Niedriglöhner, das kann man ja auch als ökologisches Programm begreifen. Nach dem Motto, die können keine Fernreisen mehr finanzieren und die können sich keine neuen Autos mehr kaufen und so weiter und so weiter. Aber diesen ökologischen Weg dieser Partei der Besserverdienenden, den wollen wir, die Linke, nicht mitgehen. Wir wollen eine Ökologie, die auf Technologie und auf neue Wirtschaftsverfassung setzt und nicht auf Ausgrenzung von Millionen und Abermillionen Menschen, die sich keinen Wohlstand mehr leisten können. Das ist ein anderes Programm des Umweltschutzes, was ich hier in wenigen Worten skizziert habe. Ja, und dann sagte ich ja bereits, das wird zwar in der Bürgerschaft nicht entschieden, was ich jetzt nur ansprechen will, aber ich will es heute ansprechen, dass die Grünen einmal eine pazifistische Partei waren. Ich erinnere mich noch an Petra Kelly, mit der ich persönlich befreundet war. Und dann gucke ich heute auf die Partei der Grünen und gucke auf ihre Geschichte und sehe eben, dass sie eben mitverantwortlich dafür waren, dass eben Deutschland jetzt in mehrere Kriege verwickelt ist. Jugoslawienkrieg, Irakkrieg, da waren wir dabei, wenn auch nur indirekt. Wir stellen die Infrastruktur hier zur Verfügung und den Afghanistankrieg. Und ich muss noch einmal sagen, gerade am heutigen Tag, wiederum sind nach bisherigen Meldungen, zwei Bundeswehrsoldaten in Afghanistan ums Leben gekommen.
Für einen Krieg, von dem jeder der Verantwortlichen weiß, dass er überhaupt nicht zu gewinnen ist. Ich will das Wort gewinnen, das geht mir kaum über die Lippen, aber es ist nun mal eine Sprachregelung, die da allgemein Platz greift. Er ist überhaupt nicht zu gewinnen. Da geht es dann, wenn man die Berichte liest, um Gesichtswahrung der NATO. Dass die NATO dort irgendwie rauskommt unter Gesichtswahrung. Und da sage ich, verdammt nochmal, wie verkommen ist eigentlich eine solche Politik, die aus Gründen der Gesichtswahrung Tausende weiterer Opfer in Kauf nimmt. Wie verkommen ist eigentlich eine solche Politik? Und dieser Mann hier, Stefan Hessel, plädiert in seinem Plädoyer als Mann der Résistance und als jemand, der das KZ überlebt hat, für eine Politik der Gewaltlosigkeit, für eine Politik des Gewaltverzichtes. Und die Politik des Gewaltverzichtes stand doch einmal im Zentrum der deutschen Außenpolitik, bevor man so Fischers und Westerwelles und wie all diese Größen heißen hatte. Da gab es einen Mann namens Willy Brandt, der gesagt hat, Krieg ist die höchste Form der Unvernunft. Wir wollen eine Politik des Gewaltverzichts. Und er hat das in seinen Satz gekleidet, von deutschem Boden darf niemals wieder Krieg ausgehen. Die Linke fühlt sich nach wie vor dieser Maxime verpflichtet. Wenn man Politik bewerten will, dann muss man schlicht und einfach nur manchmal die Sprache beobachten. Und da wird man feststellen, dass bestimmte Wörter völlig aus der Sprache verschwunden sind. Etwa das Wort Gewaltverzicht. Habt ihr es irgendwo gelesen, wenn über Außenpolitik oder sonst etwas geschrieben wurde? Stattdessen wird immer getreu nach einem zynischen Satz von Winston Churchill. Wenn über Kriege gesprochen wird, so gehandelt, er sagte einmal oder nach dem Motto gehandelt, im Krieg ist die Wahrheit so kostbar, dass sie stets von einer Leibwache von Lügen umstellt sein muss. Ja, das sagte dieser zynische Konservative. Und nichts charakterisiert besser das, was geschieht, als dieser Satz. Und deshalb werden die anderen Parteien nicht müde zu sagen, wir seien erst dann reif fürs Regieren. Und praktisch über 90% der Medienvertreter schreiben diesen Unsinn nach. Wenn auch wir bereit seien, internationale Verantwortung zu übernehmen und eben Kriege zu führen, bei denen dann leider viele unschuldige Menschen ums Leben kommen. Ich sage euch, spätestens nach dem Kriegsverbrechen von Kunduz dürfte kein deutscher Parlamentarier wieder für die Fortsetzung dieses Krieges stimmen. Das ist die Meinung der Partei Die Linke. Und das Schlimmste ist, dass um diesen Krieg zu führen, das Menschliche bemüht wird. Hier zeigt sich der Lügengehalt der offiziellen politischen Sprache. Man redet von humanitärer Intervention. Das ist einer der verlogensten Begriffe der Weltpolitik. Als sei Krieg ein menschliches Dazwischengehen. Krieg ist kein menschliches Dazwischengehen, sondern es ist die höchste Form der Unvernunft. Es werden viele Tausende unschuldiger Menschen sterben. Und niemand hat das Recht, eine solche Politik zu verantworten, auch moralisch und ethisch nicht. Und es gibt einen unwiderlegbaren Satz, der diese ganze Heuchelei der humanitären Intervention außer Kraft setzt. Und ich will ihn hier noch einmal sagen. Solange man mit viel weniger Geld als mit dem Geld, mit dem man die Kriege geführt hat in den letzten Jahren, ungleich mehr Millionen Menschenleben retten würde und retten kann, ohne einen einzigen Menschen töten zu müssen,
Solange ist das Krieg führen mit dem Argument, wir wollen Menschenleben retten, eine einzige Lüge und Heuchelei. Und deshalb sind wir, die Linke, stolz darauf, die einzige Antikriegspartei Deutschlands zu sein. Und deshalb wollen wir stärker werden, damit es eine Kraft gibt, die diese Politik weiterhin vertritt. In diesem Sinne, Glück auf für die Wahl am Sonntag hier in Hamburg.